So, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Napoleon Total War Schlacht Waterloo mit dem Ghost Ja. und dem Gaiman. Wie war das jetzt nochmal? Welches Gefecht spielen wir nach? Die Völkerschlacht, ich weiß aber nicht, ob die Karte richtig ist. Aber wir spielen so an sich die, weil es ist ja gerade so großes Trara um die Völkerschlacht in Leipzig. Leider gibt es keine Karte in Leipzig. Leipzig-Karte, deswegen nehmen wir jetzt die Karte Waterloo. Ja, und ich habe jetzt mal auf Mitte gestellt, was im Endeffekt jetzt voll behindert war. Naja, Naja. eigentlich ist es Mittel. Also Mitte ist schon okay. ist okay. Ja, sind ein bisschen wenig Aber es leckt Einheiten. nicht so. Hart. Und es regnet nicht. Okay. Das ist gut. Oh Oder Gott. wohl. Ich habe ein Nö, bisschen das ist ja eine längeren Stadt. Ladevorgang jetzt gehabt durch Traps. Ja, das passt. Ich baue jetzt eine Noob-Box. Hä? Ach so. Du baust, hast du das von General Pilofas gesehen, das Video? Nee. Wo der eine Noob-Box gebaut hat? Nee. Sind das diese großen Verteidigungsboxen? Warte. Hier, guck mal, ich habe jetzt eine gebaut in meinem Dingens. Um den General. Nein, das sollte nur mal zeigen, wie das ungefähr aussieht. Meine alte Garde hat alle eine Litze, das ist eigentlich voll die Verschwendung, weil dann kämpfen die bis zum letzten Mann. Die Ja, und kämpfen. sind, obwohl doch, dann sind sie immer noch sehr effektiv. Weil die kämpfen so normal bis unter 20 Mann. Und mit einer Litze kämpfen die, glaube ich, wirklich bis zum Tod. Aber mehr Litzen lohnen sich für so eine alte Garde nicht. Weil die einfach so schon die Elite sind. Aha, ich freue mich. Ich freue mich. Leider hat das 6. Regiment nur 60 Mann, aber das gleicht sich ja aus, weil die anderen ja auch 60 Mann oder 80 Das haben. 6. Regiment, gestern wurde es bei mir vernichtet. Schrecklich. Es ist respawned. Ja, genau. So, wir haben die Wer 6. ist denn besser, verloren. die niederländischen Grenadiere oder die Gardematrosen? Die niederländischen Grenadiere kosten mehr. Das hat nichts zu sagen, aber sie kosten halt mehr. Die sind auch besser. Das sind ja auch Grenadiere, die haben viel weniger. Wie viel Mann haben die weniger? 20. Ja, 16. Also es sind so viele wie eine leichte Infanterie. Okay. Ich werde mal gucken, wo der Feind spawnt. Vielleicht Verzeihung. Komme ich auf einen Gesundheit. Hügel. Ich habe nicht gehustet. Genießt. Scheiß drauf. Alte Garde, Linie. Kolonne mit Infanteriespitze. Naja, leider habe ich keine Kavallerie. Wir haben das auch mit den Generälen. Wir haben alle drei Generäle genommen, die es gibt. Hier der Ghost hat nämlich den Napoleon. Ich habe Na den boja. Michel Ney. Und der Gaiman hat Marechal Soult, wie auch immer der ausgesprochen wird. Maréchal Soult. Ja, danke. Ja, hier unser Französisch. Der französische General. Kann Fehler. Lol, die polnische Legion kann Fehler einsetzen laut dem Ding hier. Hä? Kann sie gar nicht. Kann Fehler ein tatsächlich. Hä? What? Da Fug? Ein Bajonett, Oh feuern und fuck. Tor. Hä? Aber die ist wirklich gut. Die hatte gestern ja die meisten Kills bei mir. Ja, die Legion mag zwar als sozial tiefer gestellt angesehen werden und einen geringeren Sold erhalten, aber sie kämpft wie der Teufel höchstpersönlich. Der voll die Gut. scheiß Hüte auf. Ja. Ja, das haben die russischen Einheiten und die Hey, polnischen lol, die Generäle. Schweizer Infanterie kann auch Fehler einsetzen, steht da. Ja, die Schweizer Infanterie. Wusstet ihr, dass Kaiser Fritz, der alte Fritz, also Friedrich der Suppisote, eine Kompanie der langen Männer hatte? Das war eine Kompanie nur aus den größten Männern des Landes, die nur aus den größten Männern des Landes bestand. Sehr interessant. Ist Ja. irgendwie unnötig. Ja. Das ist Dr. Ghosts unnützes Wissen. Dr. Pepper. Dr. Pepper. Pepper, Oh, das läuft Pepper. doch schon viel flüssiger. Pepper, Ach, es geht schon Pepper. los. Sagt mir das doch einer. Okay, es geht los. Oh, es läuft so schön Hab's dir gesagt. flüssig. Oh mein Meine Kanonen Gott. schießen schon. Du hast Kanonen Was schickt mitgenommen? ihr denn als... Ja, eine.
Ja, ich schicke gleich der Infanterie vor. Mit Artillerie plus Linienfusil. Artillerie AP. Die sind eigentlich die Schwächsten. Die haben drei Kanonen. Ja, die haben drei. Und die laden... Lol, guck dir mal an, was die da gebildet haben. Wie schnell die nachladen. Ey, guck die Artillerie AP. Aber guck dir mal an, wie viel, was die Formation auf der Minimap von den Gegnern aussieht. Oh, oh mein Gott. Was ist das? Ich will jetzt nichts sagen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das Gute ist, wir können jetzt Linien, die durchgehend feuern können, bilden, weil die jetzt immer bis zu... Also, die haben keine zweite Reihe mehr. Oh, ich hole mir den Hügel. Ja, ich habe mir den Hügel auch schon gesnackt. Geschnackt. Ja, du siehst ja, wo ich meine aufstelle. Ich stehe ja so auf fette Linien. Was hat er nach vorne geschickt? Oh, ich stell mal Napoleon in den Jungen Wald. Garten. Ja, das kannst du ruhig machen. Ich halte nicht so viel von der. Ich finde, die junge Garde lohnt sich nicht. Doch, die hat nur... Also erstens mal hatte ich kein Geld mehr für was anderes. Und zweitens hat die nur in Präzision einen schlechteren Wert. Ja, das ist mir aber vom Gefühl so nicht aufgefallen. Nachladen hat Schlacht... die alte Garde hat 90 Nachladen. Echt jetzt? Ja, die junge Garde hat 65, okay. Ja, die alte Garde... Tatsächlich, Nachladen 92. Die Artillerie... Alter, stell mal vor, wie was die alles hätte, wenn du denen volle Litzenanzahl gegeben hättest. Meine hat 92 Nachladen. Und ja, weil du denen Litzen gegeben hast. Ja, ich weiß. Haben zwei mehr Nachladen. Warte, wie viel Treffsicherheit haben? Bei mir haben die 62 Präzision. Dadurch. Die alten? Ja. Die haben bei dir 60, richtig? Ja. Ja, bei meiner haben sie zwei Präzisionen. Ja, stell mal vor, wenn du denen volle Litzenanzahl gegeben hättest. Oh mein Gott. Alter, dann hätten die bestimmt 100 Nachladen gehabt. Fupp, schießen. Fertig. Obwohl, dann wären sie aber auch doppelt so schnell leer gewesen. Na, ah, aber wenn du schnell... Warte mal, ist die Schweizer Infanterie ist jetzt auch nicht so schlecht, hat aber keine so gute Präzision. Ja. Die Präzision ist weit unten. Und das Nachladen auch. Und das... Ja, aber sie ist immer noch gut. Besser als die Linienfusiliere. Hä, deine Linie stellt sich genau vor meine Linienfusiliere. Pah, sind sie beleidigt. Ja. Habe ich überhaupt gar nicht mitgenommen, Linienfusiliere. LOL! Meine eigenen Kanonen haben meine Pferde getötet. Doch, geil. Du hast... Ach so, eine polnische Legion waren meine Linienfusiliere. Sorry. Euer einstellen. Warte, ich setz da mal vor meine Light Infantry. Vor deine polnische Legion. Mach das. Ah, die Le Gouffre. Immer schön lang ziehen die Linie. So, zweite Verteidigungslinie. Bam, die Artillerie AP haut mal rein. Ich muss gleich schon Sperrfeuer aktivieren. Muss gucken, dass die nicht die eigenen Leute über den Haufen schießen. Ja. Hast du auch eine Artillerie-AP? Ja. Wo denn? Steht in der Mitte. Toll. Will die deine Seite an mir vorbeilatschen? Ach, da. Mhm. Ja, ich musste sie nach vorne für einen... Was hatten die für einen Nachladewert? Warte. Nachladen 50. Oh, das ist so schnell wie eine Linienfusiliereinheit mit zwei Sitzen. Das ich ist schon ordentlich. Sperrfeuer. Ich muss gleich schon die Kartätschen laden. Ich muss jetzt die Kartätschen laden. Die Penner sind gleich in Reichweite. Warte, bitte schieß mit deiner Artillerie nicht bei mir hinten mit drauf. Meine Artillerie schießt gar nicht. Achso, perfekt. Wow! Wie viele Kartätschen da rauskommen und keinen getötet haben. Oh Gott, überall stehen hier Grenzer. Und Landwehr und Landwehr und Grenzer und Grenzer. Ach du Scheiße. Meine leichte Infanterie regelt das schon. Schweizer Infanterie. Ich kann die sechste jetzt auch noch vorziehen. Obwohl, das lohnt sich überhaupt nicht. Feuer. Free Schweizer Garde.
das hat ja gezogen. Komm, die KT. Go, go, Gadget. Boah, die jungen Gardisten laden aber auch verdammt schnell nach. Komm, gib ihm. Die Artillerie AP hat keinen Treffer gelandet, verdammt. Alter, also meine polnische Legion kämpft echt wie der Teufel. Mein Schweizer Inquirer am Tri kriegt's nicht gebacken. Legt an! Dann dreht ihr euch um. Was macht ihr da? Ah, schön. Da kommt der General! Kartätschen drauf, Kartätschen drauf! Komm, gib ihm Kartätschen, gib ihm Kartätschen! Leute, sind das viele? Runter mit dem Köpfen, ihr Narren! Oh, fuck. Okay, vergesst es. Komm, Napoleon, ermutige deine Soldaten! Au. Runter, ihr Narren! Hey, es ist noch keiner meiner Schweizer Infanteristen gestorben, obwohl wollen die direkt durch meine Leute gelaufen sind. Warum wollen die in den Nahkampf gehen? Verarsche? Pisst euch. Nein. Boah, sind das heftige Feuergefechte. Oh, meine Einkonten sind gleich weg. Das sind Grenzer. Nein, Feuer auf die deutschen Fusilien. Park, jetzt ist der Nahkampf. Sir, nee, ist doch Sir, unser General wird angegriffen. Was? Mein General wird angegriffen? Na, ah, Quatsch. Sperrfeuer. Und da fliegt schon die erste Grenzereinheit. Warum müssen die Penner denn alle in den Nahkampf? Oh Mann. Meine Fresse. Bei der Völkerschlacht sind über 100.000 Soldaten gestorben, was eine der verlustreichsten Schlachten der Geschichte ist. Bah. Mann, jetzt schieß doch mal. Wenn du Geschichte sagst, dann musst du auch wahr sagen. Ich ist Nikolas Iburg. Nein. Klar. Die ist eine der verlustreichsten Schlachten. Ja, so hast du es aber nicht gesagt. Da hast du es aber nicht gesagt. Oh, das wird hart. Oh ja. Guck dir mal aber in der Mitte an. Ja, links ist die Lage schon noch voll entspannt. Guck dir das mal in der Mitte an, wie wir da eiskalt überrannt werden. Geht alle in den Nahkampf, die Feiglinge. Nö, bei mir nicht. Bei mir, die Österreicher kämpfen. Wow! Die Kartätschen haben gerade mal 50 Mann getötet. Los, Schweizer Garde, haltet sie auf! In den Nahkampf. Feuer. Oh, das gab eine Salve in den Rücken. Geil, jetzt wurde ich im Nahkampf wegbumst. Ja, super toll. Zum Glück nehme ich immer nur Elite-Infanterie mit. Schön, weil die jetzt alle im Nahkampf gegangen sind mit ihren ganzen behinderten Truppen, fliehen jetzt alle, ey. Go, go, Gadget. Bewegt ihr hinten mal euren Arsch? Alter, wie überall Rauchwolken sind. Jetzt schieß doch mal, verdammt. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Feuer. Jetzt kommt Kartätschen. Oh mein Gott, jetzt kommt eine harte Kartätschensalbe. Oh, die Schweden. Wie süß. Ja. Oh, Leib gerade zu Fuß. 80 gegen 70. Mann, jetzt schießt. Oh, scheiße, die schwedische Leibgarde zu Fuß gegen die Schweizer Infanterie. Unsere kommen Männer die fliehen, Sir. Ja, das erste von mir flieht. Oh, die Leibgarde zu Fuß verliert gegen meine Schweizer Infanterie. Verdammt, ich werde mit der Art, meine Arti ist tot. In der Mitte kann ich's nicht halten. Guckt euch das an, wie die einfach nur durchlaufen. Ja. Ein glorreicher Sieg. Wir haben hart verkackt. Meine sechste wird gerade auch getötet. Zum zweiten Mal hintereinander. Oh. Die latschen gerade vor auf meine Kanonen. Okay. Ach, das sind da Gegner. Sag das doch vorher. Ja. Jetzt dachte ich, ja, alles chillig. Du hast gerade auf meine... Na toll.
Ehrlich? Ist hier hinten so ein Ding angekommen und hat einen von meinen Generälen getötet? Unsere Männer fliehen, Sir! Ja, bei mir flieht auch gerade alles in der Mitte. Oh, meine alte Garde baut sich zur zweiten Verteidigungslinie auf. Wir haben hart verhackt. Nee, uns besteht ein glorreicher Sieg bevor. Ich habe hier noch genug alte Garde, um mit denen fertig zu werden. Ich auch, ich habe sogar noch meine gesamte Super-Elite. Ich habe auch noch meine ganze Elite. Charge! Ich habe gar keine Schweizer Elite mitgenommen. Infanterie gegen Opel Cherry. Opel Schenken heißen die. Das ist, Miliz. Verdammter Mist. Los, neu formieren. Die haben meinen Offizier getötet. Schweine. So, in den Nahkampf, meine Grenadier Cheval. Scheiße. Unsere Männer fliehen, Sir. Scheiße. Ja, Edgar kann sich hoffentlich gerade noch aufstellen. Alter, was kommt da an? Mein General kommt hier nicht ran, okay? Los, ab in den Nahkampf. Komm, Ghost, den machen wir fertig. Ja, da. Ja, meine Garde, die ist im Verteidigungsmodus, die macht das. Meine polnische Legion kommt jetzt, die macht... Und meine Grenadiersche Wall, ich schick dir gerade eigentlich alles, was ich kann. Außer meine alte 36 Garde. 36 Schweizer Infanteristen gegen 30 Opel-Cherry, leck mich. Opel-Chenki, die können nichts. Die haben nur meine Werte. Schweizer haben überlebt, können jetzt... Lol, der General, den falle ich jetzt schön in den Rücken. Der arme General. General. Was macht der denn da auch, ey? Ja, hier. So gut, wir sind jetzt überall im Nahkampf und die Moral ist... Was macht der schwedische General denn da? Ja, meine... 20 gegen 21. Chasseur Acheval. Meine Chasseur Acheval fliegt mit einem Mann. Alter, jetzt chargt mich auch noch die... Was macht denn der General? Jetzt chargt mich die Musketiere von Russland auch noch in den Rücken. Ich sehe es, ich versuche dir zu helfen. Ich kann nichts machen. Ich habe meine alte Garde jetzt so hingestellt, dass sie das gewinnen müssen. Ich habe den schwedischen General getötet. Gesehen. Oh, sorry, ich schieße jetzt deine alten Garde in den Rücken, damit ich die erwische, einigermaßen. So, meine Pferde räumen jetzt hier auf. Alter, wie die einfach mal nachladen? So, Kugelreihe. Ist schon wieder nachgeladen. Ja, sicher. Jawohl. Die haben nach meine alte Garde. Die hat so nach 5 Sekunden nachgeladen. Ich habe meine Seite zurückerobert. So, jetzt laden sie nach. Ach nee, sie schießen gar nicht mehr. Oh, jetzt schießen sie. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ich schicke euch Verstärkung. Oh, stopp, ich stell mal das Feuer ein. Oh, die Feuer. Ganze Einheit ist tot. Ah, Feuer einstellen. Lol. Die junge Garde lebt ja sogar noch. Charge. Ha, meine polnische Legion. Halt, stopp, nein, stopp. Meine polnische Legion hat noch fast volle Mannzahl, ne? Okay. Erst 15 Mann verloren und bestimmt schon 2 Einheiten vertrieben. Oh, meine Grenadiersche Wall kämpfen mit 13 Mann immer noch. Und haben schon 2 Litzen, ja, Sigi. Okay, jetzt haben wir nicht mehr verkackt. Ach, wie die alle jetzt fallen. Oh, aber jetzt kriegt deine alte Garde noch 2. Nee, das sind meine Leute. Nee, deine haben 2 Litzen gekriegt. Sein General kommt. Los, 6. Regiment. Ha, lol, hier laufen ein paar leichte Infanteristen lang, ne? Die fliehen gerade durch meine Linie, versuchen sie durchzulaufen. So, Alter, 13 meine Leute. Gardematrosen leben immer nur. Ey, die versuchen, ne? Durch meine Garde zu fliehen, ne? Laufen so durch und sind alle gestorben. 30 Gardematrosen. Oh, doch einer. Gewinnen gegen 2 Leibgarden zu Fuß. Na, fuck. Gamen, alles unter Kontrolle? Ja, du hast alles unter Kontrolle. Ja, ich hab die Seite vertrieben. Klar, wie die alle fliehen da. Österreich hat eh eine Kackmoral, aber komm. Alter, wie meine alte Garde. Wie meine polnische Legion immer noch um die 50 Mann hat. Das ist richtig krank. Ist aber schon seit 5 Minuten im Nahkampf. Warte, und die Moral? Außer Atem begeistert. General in der Nähe. Warte mal, ich mach jetzt den russischen General, der da steht platt. Boah, wie alle einfach nur litzen. Oh, ja genau, schieß den mal ab. Oh, meine haben auch geschaut. Ah! Jetzt schießt du mir in den Rücken. Not optimal, Sir. Musketi. Oh, ich wollte sie gerade chargen. Grenzer mit 6 Mann und fliehen immer noch nicht. Jetzt. Deutsche Füsiliere, ungarische Füsiliere. Grenadiersche Wall mit 9 Mann flieht nicht.
Mein sechstes Regiment hat erst glorreicher Sieg, Sir. Gehört bald Ihnen. Uhu. Du schießt genau meine Linie ab. Not optimal, Sir. Ist der österreichische General tot, oder? Nee, warte, kann mal gucken. Ja, jetzt, spätestens jetzt ist er tot. Sein General CPU 3. Wer war CPU 3? Ja, der 3? War schon tot. Der Schwede habe ich schon länger getötet. Obwohl, nee, der österreichische General ist noch nicht tot. Warte. Nee, der noch nicht. Der rennt jetzt direkt in meine Reihe. Oh, die Tapferen kämpfen immer noch mit 30 Mann. Alter, der will nicht draufgehen. Die polnische Legion schießt zusammen. Der geht ohne Scheiß nicht drauf. Das ist so, manchmal ist es der allerletzte Mann, der überlebt. Das ist meistens. Alter, so. Drei Linien schießen auf den und der lebt immer noch. Wo ist er denn? Ich sehe es nicht. Alter, was ein Cheater. Der hat. Ich habe gesehen, wie meine alte Garde den voll getroffen hat. Ich sehe gar nicht wo. Ja, das ist so, es wird, ich glaube, berechnet, nach wie vielen Treffern der stirbt. Oder so. Und sie hat mindestens mehr als 50 eingesteckt. Ha, ich habe hier eine Kavallerieeinheit mit 9 Mann. Süß. Ich habe keine einzige Kavallerie. Und der General lebt sogar noch. Ha. Ich meine, der Offizier. Warte, ich schicke jetzt mal Napoleon. Du musst nur noch die Miliz von den Schweden zusammenschießen. Ich frag mich sowieso, warum die orange Moral haben. Die müssten eigentlich fliehen. Bei den paar Mann, die sah ja jetzt. Ha, lol, das sind gerade 3 Leute auf demselben Fleck erschossen worden. Die liegen alle übereinander. Schieß auf den General. Der lebt immer noch. Wer verfügt denn? Meine niederländischen Grenadiere haben keine Muni. Mann, da lebt nur noch ein einziger. Count von Bennigsen lebt noch, wurde noch nicht getötet. Den übernehme ich, pass auf. Komm schon, schieß. Ja, schade. Guck mal, der flieht immer noch und hat nur, lol. Wiederholung speichern. Ja, ich hab's ja jetzt aufgenommen. Ich guck's mir nochmal an. Ja, ich hab die wenigsten. Wieso hast du mehr Kills als ich? Wer? Ja, okay. Du. Ha. Ich hab weniger, weil die alle nicht zu mir gelaufen. Ich hab am meisten. Ich bin interessant. Warte mal, Einheitenstatistik. Och, das war aber schlecht. Die alte Garde 251 mitgenommen. Mein 6. Regiment hat 9 Mann verloren. Mein 18. ist 3. Meine Artillerie Apit macht die, hat die meisten Kills gemacht. Meine polnische Legion wurde komplett ausgelöscht. Meine Schweizer Infanterie hatte nur noch 1 Mann. Meine Schweizer Infanterie wurde Kills auch gemacht. Komplett. Eine Chasseureinheit, ich sag mal, wer komplett ausgelöscht wurde. So, einmal eine Schweizer Infanterie, dann eine Chasseureinheit, dann eine Chasseur-Ascheval hatte nur noch 1 Mann und dann noch das 6. Regiment der Infanterie wurde wieder ausgelöscht zum 2. Mal. Ja, gestern und heute. Meine gesamte Kavallerie hat 1 Mann verloren. Ja, und das war's. Okay, dann beende ich mal diese Folge. Die Volksschlacht? Völkerschlacht bei Leipzig. Genau, die Völkerschlacht bei Leipzig. Guckt doch bitte auch auf den Kanal von Ghost und viel Spaß noch. Tschüss.